der keinem Stamm angehört, der über all dem steht. Ich habe nichts als die Verbindung zum deutschen Volk. Und für mich ist er... Vollkommen die Sprache des Evangeliums. Der Erlöser kommt zu den Armen. Weite Passagen im Ton des predigenden Sektierers. Jeder Satz verlogen. Ich denke nur an die Zukunft. Und ich wollte nun arbeiten. Und wir haben nun gearbeitet. Als ich kam, hatte Deutschland über 6,2 Millionen Erwerbslose. Und jetzt sind es 3.710.000. Es ist das auf 9 Monate eine Leistung, die sich sehen lassen kann. Ich vergleiche Hitler mit einem Seiltänzer, der von Anfang an nicht das Gleichgewicht hat und am Ende notwendigerweise und unter Bewirkung einer schrecklichen Katastrophe stürzt. 1933 bedeutete das, dass zum Beispiel für die großen Arbeitsbeschaffungsprogramme, für die großen Bauprogramme, es ist etwa das Reichsluftfahrtministerium gebaut worden, bald der Flughafen Tempelhof, die Reichsautobahn und so weiter, war überhaupt kein Geld da. Millionen Deutsche schaufeln für den Reichsarbeitsdienst. Ein Konjunkturprogramm, finanziert durch windige Kredite. Mit einem Ziel. Es war Hitler völlig klar, dass diese Kredite nur bezahlt werden könnten von dereinst noch zu besiegenden Völkern. Das heißt, die Aufrüstung war eine gezielte Investition in die kriegerische Zukunft der Deutschen. Nur wurde davon nicht viel gesprochen. Es wurde im Gegenteil immer von Frieden gesprochen. Seine Aufrüstungspläne nennt Hitler Friedenspolitik. Dafür mobilisiert das Regime die Zustimmung des Volkes am 12. November 1933. Bei der gleichzeitigen Wahl gibt es erstmals nur mehr eine Liste. Die Liste Hitler. Vor und in den Wahllokalen macht die SA klar, wie die Volksgenossen abzustimmen haben. In Dresden geht auch Viktor Klemperer zur Abstimmung. Er ahnt schon, dass es nicht viele Nein-Stimmen geben wird. Ich will auch anerkennen, dass durch die maßlos verlogene Friedenspropaganda, der kein gedrucktes oder gesprochenes Wort gegenüberstand, Millionen besoffen gemacht wurden. Trotz alledem, als nun gestern der Triumph veröffentlicht wurde, 93% für Hitler. Das alles macht mich nun auch besoffen. Ich fange auch an die Macht und die Dauer Hitlers zu glauben. Es ist grässlich. Die NSDAP reichte im November 1932, also bei den letzten freien Wahlen, lediglich 33%. Dann ist es einfach absurd, sich vorzustellen, dass innerhalb von wenigen Monaten auf normalem Wege so fantastische Ergebnisse wie 93%, 98% und so weiter zustande gekommen sein könnten. Das war Manipulation durch das Regime. Aber Hitler hat, was er wollte. Zum ersten Mal stimmte die Mehrheit der Deutschen für ihn. Und er hat das Mandat zur Aufrüstung. Die Armee dafür will Röhm kommandieren. Sie müssen sich daran gewöhnen, dass wir da sind und da bleiben wir. Der Führer hat uns die Aufgabe gestellt, Garant der Revolution zu sein. Und sie werden sie, weiß Gott, erfüllen, so wie wir unsere früheren Aufgaben erfüllt haben. Die SA wollte ja ein Milizheer aufbauen, eine Milizarmee, und wollte diesen grauen Fels der Reichswehr in der braunen Flut aufnehmen, wie es Röhm mal ausdrückte. Röhm wollte die Revolution weitertreiben und er hat ja auch schon seine SA mit schweren Infanteriewaffen ausgerüstet. Also für ihn war völlig klar, es kann nicht dabei bleiben, wie es ist, Mitte 33, und er versuchte sukzessive, peu à peu, der Reichswehr eigentlich das Wasser abzugraben. Für Werner von Blomberg, den Reichswehrminister, ist das eine Provokation. Fast ultimativ seine Forderung an Hitler, von dem Prinzip, dass alle Waffen der Wehrmacht gehören und dass die gesamte Landesverteidigung allein Sache der Wehrmacht ist, darf um keinen Fingerbreit abgewichen werden. Röhm war für Blomberg eine absolut
grauerregende Gestalt. Er sah in ihm einen Emporkömmling, einen Bonaparte, einen Schleimer, der sich versuchte, Macht zu ergattern. Dass er natürlich selber auch Ähnliches versuchte, lässt er dabei außen vor. Hitler wird sich entscheiden müssen, für oder gegen seinen alten Kampfgefährten. Spätestens im neuen Jahr, dem zweiten seiner Herrschaft. Noch in der Silvesternacht schreibt Hitler einen Brief an Röhm. Es drängt mich, dir, mein lieber Ernst Röhm, für die unvergänglichen Dienste zu danken und dir zu versichern, wie sehr ich dem Schicksal dankbar bin, solche Männer wie dich als meine Freunde und Kampfgenossen bezeichnen zu dürfen. Röhm muss glauben, Hitler stünde hinter ihm. Anfang Februar 1934 schickt der Stabschef der SA einen Boten ins Reichswehrministerium. Mit einem Schreiben, adressiert an die Führung der Reichswehr. Der Zeitpunkt ist bewusst gewählt. An diesem Tag ist eine Kommandeursbesprechung angesetzt. Röhms Schreiben wird sofort verlesen. Röhm, so verkündet er den Generälen, betrachtet die Reichswehr nur noch als Ausbildungsschule für das deutsche Volk. Die Kriegsführung sei in Zukunft allein Sache der SA. General von Weix notiert später in seinem Tagebuch: Das war eine offene Kampfansage. Und es war klar, dass Blomberg sich diese Forderung nicht gefallen lassen konnte. Der Konflikt eskaliert und zwingt Hitler zur Entscheidung. Am 28. Februar 1934 verkündet er sie der Führung der Reichswehr und der SA. Nur Generalmajor von Weix notiert Hitlers Beschlüsse. Eine Miliz, wie sie Röhm vorschlägt, ist nicht einmal zur Landesverteidigung geeignet. Hitler ist entschlossen, ein Volksheer, aufgebaut auf die Reichswehr, aufzustellen. Diese neue Armee muss nach 8 Jahren auch für den Angriff geeignet sein. Die SA muss sich auf innenpolitische Aufgaben beschränken. Es gibt Berichte darüber, dass Röhm zutiefst enttäuscht war, deprimiert war, dass er auch sich sehr negativ über Hitler geäußert hat nach dieser Besprechung. Aber viel entscheidender ist, dass er in den Monaten danach ganz systematisch die Forderung nach einer Fortsetzung der NS-Revolution, die Hitler schon Monate vorher zurückgewiesen hatte, dass er diese Forderung neu belebte und mit dem Anspruch auftrat, wir, die SA, sind die Garanten der nationalsozialistischen Revolution. Das war eine ganz offene Provokation. Wie hier in Leipzig lässt Röhm im Frühjahr 1934 demonstrativ seine braunen Kolonnen aufmarschieren. Goebbels notiert: SA macht wie überall große Sorgen. Röhm schafft zu viel Konflikte. Auch mit dem Führer steht er nicht allzu gut. Für den Bauherrn Viktor Klemperer sind die Konflikte des Regimes ein gutes Zeichen. Selbst der Bauinspektor zeigt sich kooperativ, trotz SA-Uniform. Wir hören immer mehr, gerade von den kleinen Leuten, wie sehr die Unzufriedenheit wächst. Man wartet und hofft auf das nahe Ende. Was Hitler jetzt noch hält, ist nur die Angst vor dem nachfolgenden Chaos. Alle warten den Tod des Reichspräsidenten ab. Anfang 1934 mehren sich die Zeichen für das Ende der Ära Hindenburg. Der letzte öffentliche Auftritt zeigt einen Greis. Wer wird an seine Stelle treten? Das entscheidende Wort wird die Reichswehr haben. Sie hat die Waffen, den Rückhalt der Konservativen, das Ansehen der Nation. Hitler hatte noch nicht die Macht komplett konsolidiert. Und hätte Blomberg zu diesem Zeitpunkt sich komplett gegen ihn gestellt, so wäre Hitler wahrscheinlich 1934 mit seinen Machtambitionen erstickt worden. Die Lage verlangt nach einer Entscheidung.
Im Sognefjord trifft am 12. April 1934 das Panzerschiff Deutschland ein. An Bord Werner von Blomberg und Adolf Hitler. Christopher Harris ist Archivar im norwegischen Staatsarchiv in Bergen. Anhand von norwegischen Dokumenten hat er die erste und geheimnisvollste Auslandsreise Hitlers rekonstruiert. Die Deutschland kam überraschend. Die Reise war um einige Wochen vorgezogen worden. Hitler und Blomberg wussten, dass Hindenburg kurz vor dem Ableben stand. Und für Hitler war es deshalb wichtig, schnell ein Abkommen mit der Armeeführung zu treffen. Fern der Heimat will Hitler weiter an jenem Bündnis schmieden, das ihm endgültig den Weg zur Macht freimachen soll. Er will die Reichswehr als Partner und als sein Instrument für den kommenden Krieg. Ein norwegischer Lotse an Bord der Deutschland ist Augenzeuge. Der Lotse verstand Deutsch und er sah, dass Blomberg und Hitler stundenlang auf dem Deck auf und ab gingen. In Gespräche vertieft, heißt es im Bericht des Lotsen. Das ist keine Ferien, sondern eine Dienstreise. Teambuilding in Uniform. 3 Tage dauert das Gipfeltreffen. Nichts wird protokolliert, wie immer, wenn Hitler schwerwiegende Entscheidungen fällt. Auf dem Panzerschiff Deutschland ging es selbstverständlich um die Frage Reichswehr, SA. Es ging dort um den Primat Hitlers, den er nur erreichen konnte, wenn er auf die Wünsche, Forderungen und Belange Blombergs, sprich der Reichswehr, einging. Es ist vorstellbar, dass Hitler angedeutet hat, er wird das Problem der SA lösen, möglicherweise auch mit Gewalt lösen, und er wird die Reichswehr zum einzigen Waffenträger der Nation machen. Also genau das, was Blomberg wollte. Und es ist auch vorstellbar, zweitens, dass Hitler der Nachfolger Hindenburgs würde als Reichspräsident. Das war deswegen wichtig, auch für Blomberg, weil der Reichspräsident ja der Oberbefehlshaber der Armee war. Wir werden nie mit Sicherheit erfahren, was genau im Sognefjord beschlossen wurde. Aber schon 5 Tage später wird SS-Chef Heinrich Himmler, seit langem ein Rivale Röhms, zum Leiter der geheimen Staatspolizei im größten Land des Reiches in Preußen. Hitler schärft das Schwert für den Machtkampf. Und nun entstand ein sehr gefährliches, sehr brisantes Instrument, das viel gefährlicher war als eine konventionelle Geheimpolizei. Es war nun möglich, den Sicherheitsdienst der Partei, die interne Polizei der Partei, mit staatlichen Machtbefugnissen anzureichern. Und es war etwa möglich, in diesem Apparat regelrechte Killerkommandos zu bilden. Das war im bisherigen Polizeiapparat natürlich nicht möglich gewesen. In der Nachricht des Tages geht eine andere Meldung fast unter. Die SA soll im Juli Urlaub machen. Eine Anerkennung. Hitler hat es Röhm so befohlen. Dass zwischen den Meldungen ein Zusammenhang bestehen könnte, ahnt SA-Chef Röhm nicht. Bayreuth, Mai 34. Ein Amateur filmt die letzten Bilder eines öffentlichen Röhm-Auftrittes. 10. Juni 34. Eine Pressemeldung im Dresdner Anzeiger lässt Viktor Klemperer aufhorchen. Vor allem der drohende Unterton, mit dem Röhm die SA in den bevorstehenden Urlaub verabschiedet. Was hatte Röhm gesagt? Wir wollen unseren Feinden die kurze Hoffnung gönnen, dass wir nicht wiederkommen. Am 1. August sind wir vollzählig wieder da und werden das Nötige tun. Was heißt das? Überall Unsicherheit, Gärung, Geheimnis. Und auf einmal betritt Franz von Papen die politische Bühne. Der steigt